Hallelujah. Hallelujah. When I saw that vision, als ich diese Vision sah, and I saw the excellence with which the wedding rings had been designed, und ich sah die Exzellenz, mit denen die Hochzeitsringe designt wurden, produced, angefertigt, and presented in the sky, und am Himmel gezeigt wurden. It spoke about lack of fault. Es sprach über den Mangel von Fehlern. They were made without any fault. Sie wurden angefertigt ohne jeglichen Fehler. Without any mistake. Ohne jeglichen Fehler. They really showed the perfectness, the excellent perfection of the Lord. Sie rufen wirklich die Perfektion, die exzellente Perfektion des Herrn. The blamelessness of God. Die Schuldlosigkeit von Gott. Which means, when you look at the wedding rings as I did, und das bedeutet, wenn du näher auf die Hochzeitsringe schaust, so wie ich es tat, there is nothing you can point and give accusation to the rings. Look, that part was not well made. Da gibt es nichts, worauf du zeigen kannst und Schuldzuweisungen den Ringen machen kannst. Schau, dieser Teil war nicht gut gefertigt. And I want you as a church, as I speak these things. Und ich möchte, dass ihr als Gemeinde, während ich diese Dinge spreche, I want you to start seeing yourself. Ich möchte, dass ihr anfängt, euch selbst zu sehen. I want you to see that it is your story I am talking about. Ich möchte, dass ihr seht, dass es eure Geschichte ist, von der ich rede. The requirement that the wedding rings have shouted and trumpeted across the sky. Die Anforderungen, die die Hochzeitsringe gerufen und trompetet haben über den Himmel. To you. Zu dir. That you too, when that day arrives. Dass auch du, wenn der Tag kommt, the day of the rings arrives. Wenn der Tag der Ringe kommt, the day of rapture can essentially also be said to be called the day of the rings. Der Tag der Entrückung kann auch im Wesentlichen der Tag der Ringe genannt werden. The day when those two rings will be put to use. Der Tag, wenn diese zwei Ringe in Gebrauch genommen werden. So he's saying that even as much as I'm giving you the description of the excellence of God that went in. Er sagt also, so viel ich euch auch die Beschreibung gebe von der Exzellenz Gottes, die dort hineinging. The blamelessness of God. Die Schuldlosigkeit Gottes. The faultlessness, the flawlessness that went into designing. Die Fehlerlosigkeit, die Makellosigkeit, die in das Design einging. Producing and presenting those rings. Die sie herstellen und präsentieren, diese Ringe. I'm saying, you must be able to see the spiritual undertone. Ich sage, ihr müsst in der Lage sein, die spirituelle Tiefe zu sehen. The spiritual underpinnings, the undercurrent of this message. Die spirituelle Untermauerungen, der Unterton von dieser Nachricht. That this message is actually talking to you, the believer. Dass diese Nachricht tatsächlich zu dir spricht, der Gläubige. Those things is describing actually wake up call is saying, how about you? Diese Dinge, die er beschreibt, sind in der Tat ein Weckruf. Er sagt, wie sieht es mit dir aus? When the day of the rings arrive, wenn der Tag der Ringe kommt, the excellent rings, die exzellenten Ringe, the flawless rings, die makellosen Ringe, the blameless rings, die schuldlosen Ringe, will you be blameless too? Wirst du auch schuldlos sein? Will it find you blameless? Wird es dich schuldlos anfinden? And he says, while describing their imposing stature in the sky, may have been a wondrous undertaking. Und er sagt, während der Beschreibung ihrer beeindruckenden Position am Himmel eine wundersame Vereinbarung ist. Unraveling the spiritual significance they portray into the church. Die spirituelle Bedeutung zu enträtseln, die sie für die Gemeinde bringen. However, has turned out to be the most crucial venture. Can I explain this? Erweiste sich jedoch zu der höchst entscheidendsten Unternehmung. I spent all my time until this day. Ich habe meine ganze Zeit verbracht bis zum heutigen Tage. Describing those wedding rings. Every country I have gone to. Diese Hochzeitsringe zu beschreiben. Jedes Land, das ich besucht habe, I have described that wonder, wondrous vision, habe ich dieses Wunder beschrieben, diese wundersame Vision. That shocking vision, diese schockierende Vision, that has shocked me until today, die mich bis heute schockiert hat.
describing those wedding rings. Diese Hochzeitsringe zu beschreiben. But he says, while I have been totally consumed, going from corner to corner of the earth. Aber er sagt, während ich komplett gebraucht wurde, ich gehe zu jedem Winkel der Erde. Describing the wonder that I saw in that vision. Um das Wunder zu beschreiben, das ich in dieser Vision gesehen habe. The wondrous wedding rings. He says, however. Die wundersamen Hochzeitsringe. Er sagt, jedoch. Unraveling and unfolding and unveiling the spiritual message that they speak to you, the believer. Enträtseln und offenlegen und enthüllen diese spirituelle Botschaft, die sie zu dir sprechen, den Gläubigen. To the church. Zur Gemeinde. Has become the most critical and crucial undertaking. Wurde zur entscheidendsten und bedeutsamsten Vereinbarung. Halleluja. Halleluja. He says, it is powerful to describe them. Er sagt, es ist mächtig, sie zu beschreiben. But, aber, when it comes to now to give the spiritual message, wenn es jetzt dazu kommt, die spirituelle Botschaft zu geben, they bring to the church, die sie zur Gemeinde bringen. He says, that became now the most critical part of this vision, he says. Er sagt, das wurde jetzt der bedeutsamste Teil dieser Vision, sagt er. Let me read on. Lassen Sie mich weiterlesen. And he says very clearly here. Und er sagt ganz eindeutig hier. He says, for this reason alone, I now well comprehend why I have in many occasions. Er sagt, allein aus diesem Grund verstehe ich jetzt sehr gut, warum ich bei vielen Anlässen significantly dwelt in the fine details, detailing of their designs, erheblich verweilte in den feinen Details, in der genauen Schilderung von ihrem Design, including the elegant finishing of their exterior surfaces, inbegriffen von ihrer eleganten Fertigstellung, von ihrer Außenoberfläche, and the polished finishing of their apertures, of the inside, the interior, the part that touches the finger. Und der geschliffenen Endfertigstellung von ihren Öffnungen, von ihrem Inneren, dem Innenraum, der Teil, der den Finger berührt. Let me explain a little bit as I move on. Lassen Sie mich ein bisschen erklären, während ich weitermache. I'm essentially just reading the article and expanding to you. Im Wesentlichen lese ich nur den Beitrag und dehne ihn für euch aus. Magnifying the message to you. Ich vergrößere die Nachricht für euch. So, until now, bis jetzt also, what I'm describing is this. Was ich beschreibe, ist Folgendes. I'm saying, ich sage, that there is a quality that the Lord raised called blamelessness. Dass es eine Eigenschaft gibt, die der Herr erhöht, die da heißt Schuldlosigkeit. Meaning, to do things such that when that day arrives, das bedeutet, die Dinge so zu tun, dass wenn dieser Tag kommt, not even one finger of accusation can be levied on you like this. Sogar nicht ein einziger Finger der Anschuldigung kann auf dich gezeigt werden. Nobody can ever point at you and say, look, look, no, but look, there is that stain on your garment there. Niemand kann jemals den Finger auf dich zeigen und sagen, schau, schau. Nein, aber da, schau, ist dieser Fleck auf deinem Gewand dort. And I want you to understand, und ich möchte, dass du verstehst, that using this vision of the wedding rings, dass wenn man diese Vision der Hochzeitsringe nimmt, when I looked at this quality that the Lord requires from the church, als ich auf diese Eigenschaft schaute, die der Herr von der Gemeinde verlangt, on that day, an diesem Tag, and I looked at the wedding rings that the Lord showed me in the sky, und ich schaute auf die Hochzeitsringe, die der Herr mir am Himmel zeigte, I truly understood the meaning of blamelessness in the church. Verstand ich wahrhaftig die Bedeutung der Schuldlosigkeit in der Gemeinde. Because I could not find anything at all when I look at the wedding rings that would tell me that look, this part was not done right. Denn ich konnte tatsächlich gar nichts finden, als ich auf die Hochzeitsringe schaute, das mir sagen würde, schau, dieser Teil wurde nicht richtig gemacht. And I've said, right from the raw material, the gold itself. Und ich sagte direkt anfangen von dem Rohmaterial, von dem Gold allein. He made me know I cannot find this gold elsewhere. Ließ er mich wissen,
dass ich dieses Gold nirgendwo anders finden kann. Meaning it is done to the highest height of perfection. Das bedeutet, es wurde mit der höchsten Größe der Perfektion gemacht. Of excellence. Mit Vorzüglichkeit. Nothing faulty can be found in that material. Nichts Fehlerhaftes kann in diesem Material angefunden werden. Can I explain this? Kann ich das erklären? Look, I said on the earth here, schau, ich sagte auf der Erde hier, you have to pass gold through fire to remove the impurities. Muss man das Gold durch das Feuer durchlaufen lassen, um die Unreinheiten zu entfernen. And then we say 15 karat gold, 20 karat gold. Und dann nennen wir es 15 karat gold, 20 karat gold. I said, how much more then if it is for the Messiah? Ich sagte, wie viel mehr dann, wenn es für den Messias ist? And it is being prepared by God the Father, the God of Israel himself. Und es wird von Vater Gott, der Gott von Israel, von ihm selbst vorbereitet. How much more than purified must those wedding rings have reached levels we cannot describe in this lifetime? Wie viel mehr dann haben die gereinigten Hochzeitsringe Stufen der Reinigung erreicht? Stufen, die wir nicht in dieser Lebenszeit beschreiben können. How much more? Wie viel mehr? Considering the enormity of the Messiah. Wenn man die Ungeheuerlichkeit des Messias in Betracht zieht. Considering the love of the Father for the Son. Wenn man die Liebe des Vaters für den Sohn in Betracht zieht. And so, when you look at the quality of blamelessness that the church ought to be wearing at this time. Also nun, wenn man auf die Eigenschaft der Schuldlosigkeit schaut, die die Gemeinde jetzt zu dieser Zeit tragen sollte. And you look at the wedding rings, then you understand that the wedding rings are actually speaking to the church, that quality. Und auf die Hochzeitsringe schaut, dann versteht man tatsächlich, dass die Hochzeitsringe diese Eigenschaft zu der Gemeinde kommunizieren. They're telling the church, look at the way we are. Sie sagen zu der Gemeinde, schaut auf die Art, wie wir sind. Look at the way we have been prepared. Schaut auf die Art, wie wir vorbereitet wurden. There is no accusation you can ever point on us. Es gibt keinen Vorwurf, den ihr uns machen könnt. And I'm saying this, und ich sage das, that you can imagine for yourself, dass du dir selbst vorstellen kannst, that those wedding rings do not have even one speck, one granule of impurity. Dass diese Hochzeitsringe sogar nicht einen einzigen Fleck haben. Nicht ein Korn der Unreinheit haben. Of impure metal. Von unreinem Metall. And that to me is the biggest way to describe blamelessness as a character of the church. Und für mich ist das die größte Art und Weise, die Schuldlosigkeit als Eigenschaft von der Gemeinde zu erklären. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? That the raw material itself is not found on the earth. Dass das Rohmaterial selber nicht auf der Erde anfindbar ist. Because nobody on the earth can remove all impurities as God does. Denn niemand auf der Erde kann all diese Unreinheiten entfernen, so wie Gott es tut. So, the fact that it is pure gold, nun, die Tatsache, dass es reines Gold ist, it really speaks about the purity, the perfectness. Es spricht wirklich von der Reinheit, der Perfektion and the excellence of the perfection of God. Und der Vortrefflichkeit der Perfektion Gottes. Which means the blamelessness. Das bedeutet die Schuldlosigkeit. How awesome. Wie überwältigend. As I continue in this article, während ich mit diesem Bericht weitermache, he says, er sagt, with rich particles of gold dusted on their surfaces to create an affluent texture. Mit reichhaltigen Partikeln des Goldes auf ihrer Oberfläche angestaubt, um eine reiche Struktur zu kreieren. Nothing in this world could rival the splendorous wealth of God. Nichts in dieser Welt kann mit dem prächtigen Reichtum Gottes wetteifern. That this heavenly display of the wedding rings shouts to the ends of the earth. Die diese himmlische Darstellung der Hochzeitsringe zu den Enden der Welt ruft. Meaning, das bedeutet, based on the fact that they are purified 1000% pure.
basierend auf der Tatsache, dass sie gereinigt sind. 1000% rein. You cannot find bronze there. Man findet dort keine Bronze. Aluminium there. You cannot find nothing there. Man findet dort nicht Aluminium. Man kann nichts dort finden. It is pure gold. Es ist reines Gold. He says that level of gold that the Lord raised and put in front of the nations. Er sagt, dass der Grad von diesem Gold, den der Herr erhebt und vor den Nationen bringt, raising from above the sky, den er abhebt von oben im Himmel, as a heavenly host, als himmlischer Gastgeber, to guide the nations, um die Nationen zu leiten, also speaks about the wondrous affluence and wealth of God. Spricht auch über die wundersame Fülle und den Reichtum Gottes. Pure gold, so wealthy cannot be afforded. Reines Gold, so kostbar, dass man sich es nicht leisten kann. But when I look at another thing, aber wenn ich eine andere Sache betrachte, when I look at the way in which the two wedding rings were identical 1,000,000,000%. Wenn ich auf die Art und Weise schaue, wie diese zwei Hochzeitsringe einander identisch waren, zu 1,000,000,000%. I mean, I say, you put a mirror here and you see the other one on the other side. Ich meinte, ich sagte, man stellt einen Spiegel hier hin und man sieht den anderen auf der anderen Seite. Now, again, that level of sistering, jetzt, diese Stufe des Gleichmachens, that level of similarity cannot be attained in this lifetime. Diese Stufe der Ähnlichkeit kann nicht erreicht werden in dieser Lebenszeit. And I say, the fact that the Lord made sure that they were super, super identical wedding rings. Und ich sagte, die Tatsache, dass der Herr sichergestellt hat, dass die Hochzeitsringe genau, ganz genau identisch sind. One for the Messiah, einen für den Messias. The other one for the church. Der andere für die Gemeinde. Tells you right away that look. Das sagt uns sofort, dass schau. Wow, only the Lord can achieve this excellence of perfection of identity. Wow, nur der Herr kann diese Exzellenz der Perfektion von der Gleichheit bewirken. Only the Lord can do such a thing. Nur der Herr kann solch eine Sache vollbringen. To make equal kapisa, komplett gleich zu machen. Totally equal, total gleich. 1000%. 1000%. I mean, never, nothing, even a dent. Ich meine niemals, nichts, nicht einmal eine Delle. And that's why I say, in that alone, in that display of excellent mirror imaging alone. Und deswegen sagte ich, in diesem alleine, in dieser Darstellung des Spiegelbildes allein, you can see the perfection of God there. Kann man die Perfektion Gottes dort sehen. You can see the blamelessness of God. Man kann die Schuldlosigkeit Gottes sehen. Meaning, there is nothing you can look at and you blame. You say, ah. Das bedeutet, es gibt nichts, worauf du schauen kannst. Why is this one not exactly like the other? Warum ist dieser nicht genauso wie die anderen? You cannot see that. Man kann das nicht sehen. That is the message the wedding rings are speaking to salvation today. Das ist die Nachricht, die die Hochzeitsringe zur Errettung sprechen heute. To the church today. Zu der Gemeinde heute. To the pastor on this day. Zu den heutigen Pastoren. He says no. Er sagt nein. How come you can't see that what I've displayed right before you is essentially talking about the excellent, the blameless kingdom of God? Wie kann es sein, dass ihr nicht sehen könnt, was ich vor euch dargestellt habe? Das schuldlose Königreich von Gott. The perfect kingdom of God. Das perfekte Königreich Gottes. And blamelessness is at the center of the perfection of God. Und die Schuldlosigkeit ist im Zentrum der Perfektion Gottes. Meaning, when that day arrives, nobody can point a finger at anything. Das bedeutet, wenn dieser Tag kommt, kann niemand den Finger auf etwas zeigen. No accusation at all. Überhaupt keine Anklage. Can be levied on the Messiah. Kann dem Messias gemacht werden. How about you, the church? Wie sieht es mit euch aus, die Gemeinde? Will you be blameless on that day? Wirst du schuldlos an diesem Tag sein? To the extent that your excellent perfection, zu dem Ausmaß, dass deine exzellente Perfektion, has no accusation whatsoever,
keine einzige Beschuldigung hat.